Bei uns heute Morgen hoher Besuch. Wir begrüßen den Boss vom 1. FC Kaiserslautern, Stefan Kunz. Ja, schönen guten Morgen. Wie geht's denn so dem obersten roten Teufel im Moment? Nicht gut. Meine, klar, man muss trennen in unserem Job natürlich zwischen Privat und Beruf, aber es weiß auch jeder, dass das Kaiserslautern, das ist die Heimatstadt meiner Eltern, und der FCK ist sicherlich ein sehr besonderer Verein für mich. Von daher gesehen weiß ich, wie sich die Fans fühlen. Und dann ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Ich fühle mich genauso wie die Fans im Moment. Aber was war denn jetzt der Auslöser, warum es Mitte der Saison so bergab ging, dass der FCK eigentlich nur noch auf den letzten drei Plätzen der Tabelle zu finden war? Ja, einen einfachen Auslöser gibt es dafür nicht. Der wäre ja dann auch relativ einfach zu bekämpfen. Es ist so, dass wir natürlich gewusst haben vor der Saison, dass wir mit den drei Leihspielern Moravec, Luschek und Hoffa und dann Sritjan Lakic vier Spieler auf jeden Fall verlieren, die insgesamt über 30 Tore geschossen haben. Und wir dann natürlich auch nur einen gewissen finanziellen Rahmen zur Verfügung gehabt haben, um sie zu ersetzen. Und wenn wir uns alle daran erinnern, wie wir um Schächter gekämpft haben und wie er auch begrüßt wurde, weil man allgemein gedacht hat, dass es ein sehr guter Transfer ist, dann muss man sehen, dass man dann auch den Spielern nur bis vor den Kopf schauen kann. Und von der Mannschaft her konnten wir das dann auch nicht so auffangen und hatten dann auch in den notwendigen Momenten nicht das nötige Quäntchen Glück, was man dann braucht, um dann letztendlich auf Dauer erfolgreich zu sein. Der FCK ist ja das letzte Mal im Jahr 2006 abgestiegen. Damals kämpfte man auch bis zum letzten Spieltag. Hat der FCK deiner Meinung nach diese Saison eigentlich schon aufgegeben? Es fehlen Argumente, weil wir haben in den letzten Spielen natürlich nach außen hin nicht unbedingt den Eindruck vermittelt, dass wir alles Mögliche und auch alles Unmögliche versuchen, um uns dagegen zu wehren. Deswegen fehlen auch mir die Argumente, das zu widerlegen. Ich glaube, von der Einstellung her oder vom Willen ist es auf jeden Fall da. Das Umsetzen auf dem Platz sieht manchmal anders aus. Wenn es dann sein müsste mit der zweiten Fußball-Bundesliga, bei mir stirbt ja die Hoffnung immer zuletzt. Ich sage ja, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie eine Möglichkeit. Dann bitte nur eine kurze Zeit. Kurze Zeit, zweite Liga und dann ganz schnell wieder nach oben in die erste Fußball-Bundesliga. Hier spielt die beste Musik.